Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Dieses Mal wollen wir uns anschauen, wie der parlamentarische Prozess bei der Gesetzgebung aussieht und warum wir überhaupt ein Parlament brauchen, um über Gesetze zu entscheiden. Dieser und anderen spannenden Fragen wollen wir heute nachgehen. Und wen es genauer interessiert, was genau passiert, bevor ein Gesetz im Parlament einlangt oder dort entsteht, dem empfehle ich unsere letzte Folge von Rund ums Parlament. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, wie der Stein ins Rollen gebracht wird, also woher die Initiative zu einem Gesetz kommen kann. Heute befinden wir uns an einem meiner Lieblingsorte im Parlament, in der Bibliothek, einer wahren Schatzkammer für die parlamentarische Arbeit. Hier stehen nämlich vermutlich sehr viele Werke, die den politischen Diskurs und die Gesetzgebung beeinflusst haben, denn die Bibliothek ist ein wichtiges Informationsservice für die parlamentarische Arbeit. Und ihr Archiv beherbergt auch die Dokumente der parlamentarischen Arbeit aus allen möglichen vergangenen Phasen der Gesetzgebung. Und heute soll es genau darum gehen. Wie schaut dieser parlamentarische Prozess genau aus? Warum ist er so wichtig? Und was passiert genau, wenn Abgeordnete im Parlament an Gesetzen arbeiten? Dazu darf ich zwei Personen im Podcast begrüßen, die diese Abläufe ganz genau kennen. Beide waren als Abgeordnete aktiver Teil dieses Prozesses. Herzlich willkommen Heide Schmidt und Josef Tschapp. Hallo. Hallo. Wir dürfen gleich verraten, von Ihnen beiden gibt es Bücher im Magazin, die wir vielleicht noch ausheben lassen während dieses Podcasts, mit denen Sie diese Bibliothek bereichern. Dürfte ich gleich zu Eingang fragen, vielleicht mit Ihnen, Frau Schmidt, welches Buch haben Sie verfasst, das im Magazin Ich gestehe, ich habe noch nicht nachgeschaut, ob es da ist, aber ich habe erst eines geschrieben, über mich gibt es ein paar, aber ich habe eins geschrieben und das heißt, ich sehe das so. Und da setze ich mich mit demokratiepolitischen Fragen auseinander. Da höre ich im Hintergrund als Podcasterin einen Fuß stampfen. Das klingt nach sehr bestimmt oder eine Faust auf den Tisch haben. Weiß ich nicht, das passt, dieses Bild passt nicht wirklich zu mir, aber es kann vorkommen. Ja. Und Herr Tschapp, welche Bücher haben Sie verfasst? Na, eines war gegen die schwarz-blauen Irrungen und Wirrungen, wie damals Schüssel dafür gesorgt hat, dass diese schwarz-blaue Regierung gegeben hat. Und der damalige Parlamentspräsident Andreas Kohl war ganz stolz. Der Marsch durch die Wüste Gobi ist es dem Schwarz-Blauen gelungen, für Österreich das solche Errungenschaften zu erreichen. Und ich habe dem natürlich detailliert in allen Bereichen widersprochen und habe dann gesagt, Kamele können nicht fliegen. Und so war es auch. Ja, sie sind am Start, am Beginn der Wüste, zu ihrem Glück, weil es hätte kein Wasser geben für sie, am Beginn der Wüste hängen geblieben. Und das zweite war kein Blatt vor dem Mund, wo ich dann am Ende meiner parlamentarischen Tätigkeit einen kurzen Rückblick, einen kritischen Rückblick gemacht habe. Das ist ja das, was am beliebtesten ist. Also alle drei sehr schmissige Titel, die sofort reinziehen. Gut gewählt, kann man sich in der Parlamentsbibliothek anschauen, haben wir vorher schon nachgefragt. Ja. Frau Schmidt, darf ich Sie ganz kurz vorstellen, in aller Kürze. Wir machen eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 1990. Da waren Sie Abgeordnete im Nationalrat für die FPÖ. Wenige Jahre später, 1993, beschlossen Sie dann mit anderen PolitikerInnen das Liberale Forum zu gründen, aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu denen der FPÖ. Und eigentlich sind Sie aber studierte Juristin. Wenn Sie jetzt noch einmal wählen dürften, würden Sie lieber über die Auslegung von Gesetzen als Teil der Justiz entscheiden oder die Gesetze selbst mitgestalten? Das hat beides einen unglaublichen Reiz und man hat das Gefühl, man tut etwas Sinnhaftes damit. Ich habe meinen Berufsweg eigentlich nie bereut, bei so manchen Frustrationsstrecken, aber es hat gelohnt. Also Sie würden sich gar nicht für das eine oder das andere entscheiden wollen, würden Sie noch mal können? Nein, das Schöne ist, dass ich in meinem Berufsleben die verschiedensten Facetten gehabt habe. Ich habe einerseits als Juristin in der neu gegründeten Volksanwaltschaft gearbeitet und habe dort gesehen, wie sich die Gesetze auswirken auf die Bevölkerung, weil die direkt gekommen ist mit ihren Anliegen, mit ihren Beschwerden. Und zwar auch Gesetze, die ich vorher im Unterrichtsministerium mit
gestaltet habe. Ich war in der Legistik und habe dort an der Gesetzwerdung unmittelbar gearbeitet. Dann habe ich die Auswirkungen gesehen und dann habe ich gefunden, es wäre ein guter Abschluss für dieses Denken, dann im Parlament mitzugestalten. Das heißt, die Bandbreite ist befriedigend gewesen. Bevor ich den Herrn Chapp vorstelle, würde ich gerne noch eine Frage anschließen. Warum gibt es bei der Gesetzgebung überhaupt den parlamentarischen Prozess? Weil es könnten ja eigentlich auch Expertinnen, würde man sich gemeinhin denken, über die Gesetze entscheiden. Also warum ist es so wichtig, VolksvertreterInnen zu wählen? Auch unter den VolksvertreterInnen gibt es glücklicherweise Experten und Expertinnen. Und diese Kombination ist natürlich das Ideal. Aber grundsätzlich geht es ja um ein Gesellschaftsbild, nach dem man die Spielregeln gestalten will. Es geht nicht nur um die Professionalität, sondern es geht darum, in welche Richtung gehe ich mit der Professionalität. Und daher ist für mich immer dieses, sobald man sich über Politikerinnen und Politiker ärgert, der Satz, dass man doch lieber mit Experten regieren möchte, eine sehr eingeschränkte und undemokratische Sicht der Dinge. Denn Experten wissen zwar, was geht und wie es geht, aber wohin es geht, ist eine politische Entscheidung. Und das ist der Grund, warum wir eine Volksvertretung brauchen, weil die sollten den Willen der Bevölkerung repräsentieren und sollten im Sinne ihrer Programmatik, ihrer Vorstellung von Gemeinwohl dann die Spielregeln erarbeiten. Das sind die Gesetze. Und ohne eine solche Volksvertretung haben wir keine Demokratie und haben wir daher auch keine Mitsprache der Bevölkerung. Vielen Dank dafür. Dann Herr Josef Chapp, Sie waren 34 Jahre lang Abgeordneter im Nationalrat für die SPÖ. Unter anderem haben Sie auch die Leitung des Karl-Renner-Instituts inne gehabt. Was tun Sie denn jetzt eigentlich? Na, ich muss einmal vorausschicken, ich bin gegen den Willen der SPÖ 1983 mit 62.457 Vorzugsstimmen ins Parlament gewählt worden und war dann eben über 34 Jahre im Parlament und war 14 Jahre Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, vorher Bundesgeschäftsführer, also ich habe ein bisschen ein Insiderwissen, wie das alles vor sich geht und komme zu dem Schluss, ein Abgeordneter muss den Willen des Volkes vertreten im Rahmen seines Wertegebäudes natürlich und im Grundkonsens der Demokratie. Und da ist es wichtig, dass der Abgeordnete aber dann auch wirklich beteiligt wird. Ja, nicht das Beamte das schreiben, ja, oder die Regierung allein das macht, sondern da müssen die Abgeordneten dabei sein, schon im Entstehen von Gesetzen. Das ist das Allerwichtigste. Und das war etwas, was wir damals durchgesetzt haben, mit der Zeit, wo ich Clubobmann war. Und jetzt bin ich nach wie vor ein interessierter Kommentator und wenn es geht, auch Gestalter der weiteren Zukunft in Österreich im kleinen, bescheidenen Ausmaß. Jetzt ist mir eine Frage aufgetaucht, während Sie gesprochen haben. Im Zeitalter vor Social Media, und wir haben ja viele junge Hörerinnen und Hörer, wie hat man es da geschafft, so viele Stimmen zu bündeln, um diesen Einzug ins Parlament bewerkstelligen? Es war ganz schwierig und ganz schlecht, weil 83 hat es nicht einmal Fernsehübertragungen gegeben und da hat sich jeder gefragt, was macht ihr eigentlich da drinnen? Ja, also das war die erste Schwierigkeit und die zweite mit den Social Media, das ist eine Erleichterung gewesen, weil du dadurch mitteilen konntest, unabhängig von der Bereitschaft von Einrichtungen, die ja so elektronisch oder printmedial berichtet haben aus dem Parlament, trotzdem deine Ideen und Vorstellungen weiterzugeben. Also das war eine Erleichterung durchaus und es sind aber nicht nur die Jungen, es ist generell eine Entwicklung, wo man darauf zurückgreift. Soll ja nicht heißen, dass man jetzt Journalisten, die recherchieren und kritisch reflektieren, natürlich auch braucht. Und nur mal zur Frage, wie haben Sie es dann geschafft? Geht man da auf eine Versammlung und wirbt für die Ideen und sammelt die Unterschriften oder wie bekommt man diese Zahl dann zusammen? Na, das ist ganz einfach. Einfach ist es nicht. Es ist einfach so, dass man, wenn man sich was denkt und wenn man Kritik hat und das zu einem Zeitpunkt äußerst, wo die anderen das nicht wollten. Bei mir war es bei einem Parteitag, in dem ich drei Fragen an Landeshauptmann gestellt habe. Dann bin ich auch nachher abgewählt worden vom Parteivorstand. Aber wurde dann wieder gewählt, sowohl von den Wählerinnen und Wählern als auch dann von der Partei nachher. Und das war eine Unterstützung dafür, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass ich doch viele der Interessen der Menschen, die Sozialdemokraten zu vertreten haben, noch stärker, noch lauter eingebracht habe.
Aber ich bin doch kein Ideologe in dem Sinn, sondern ich bin auch bereit für liberale Gedanken, bin auch bereit für diverse andere Einschätzungen und so. Also ich hab da nicht einen Denkkasten, sondern ich versuche da möglichst offen zu sein. Und ich muss da jetzt was dazu sagen, ja? Weil ich das auch heute noch für eine außerordentliche Leistung gehalten habe, dass jemand über einen Vorzugsstimmenwahlkampf ins Parlament einzieht. Denn wie er das vorher runtergespielt hat, so einfach ist das wirklich auch vor allem damals nicht gewesen. Und ich glaube, das wesentliche Moment war, ich bin nämlich auch überzeugt, dass er Stimmen bekommen hat von Menschen, die sonst nicht die SPÖ gewählt haben, weil er ein Ausmaß von Engagement und von Glaubwürdigkeit durch diese berühmten drei Fragen an den Landeshauptmann und von Zivilcourage gezeigt hat, dass die Menschen honorieren wollten. Und wo es wahrscheinlich auch, wie gesagt, sogar außerhalb der SPÖ Menschen gegeben hat, die gesagt haben, solche Politikertypen wollen wir im Parlament haben. Und bei allen Unterschieden, die wir haben, bis heute, will ich diesen Respekt uneingeschränkt jetzt auch artikulieren, weil das nämlich demokratiepolitisch so wesentlich ist. Da geht es nicht nur um den Herrn Chab und nicht nur um die SPÖ, sondern da geht es darum, was bin ich in der Lage, den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, um sie an der Demokratie zu interessieren. Mhm. Und das ist ihm gelungen. Und jetzt sage ich was vielleicht nicht einmal so wahnsinnig bekannt ist, aber eben im Sinne von Demokratie, flexibel und das soll das Parlament entscheiden. Es hat, als damals sich eine Gruppe in der FPÖ gebildet hat und die FPÖ verlassen hat, und dann kam das Liberale Forum. Und da hat es kurzfristig eine Mehrheit gegeben, rot-grün-liberales Forum. Und ich habe damals einen Artikel geschrieben im Profil, im Jänner, glaube ich 95 oder wann das war, und gesagt, machen wir doch einen fliegenden Wechsel und machen wir eine andere Regierung. Das habe ich damals geschrieben. Es wurde nicht befolgt, aber es war zumindest ein kreativer Versuch. Aber weißt, auch das war wirklich ein demokratiepolitischer Schub für die Bevölkerung. Absolut. Und das, glaube ich, muss man über Parteigrenzen hinweg auch so einordnen. Absolut. Was das insgesamt, sowohl deins als auch meins noch. Ja. Ich nehme mir sowas mit, ja? Danke. Frau Schmidt nimmt sich noch einen Bleistift, kann man immer brauchen, mache ich auch. Genau, so Blöcke ist es. Und Bleistifte nichts, gehören daher gesammelt. Ich kann immer so abschreiben. So ich nur noch den Zettel dazu. Wir begeben, uns jetzt ins Lokal 5. Das ist ein Ausschusslokal. Auf dem Weg dorthin würde ich gerne noch den Herrn Chab fragen, ob Sie das mit den ExpertInnen genauso sehen, wie die Frau Schmidt das vorher erklärt hat. Ja, ich war Verfechter, deswegen habe ich auch die Zukunftswerkstätte kreiert innerhalb der SPÖ. Man muss gegen Experten, gegen Lobby-Experten, die Interessen von umweltschädigenden oder soziale Ungerechtigkeit produzierenden Großkonzernen sich entwickeln. Und das, daher finde ich, Experten sind ganz wichtig, aber man muss immer eine kritische Distanz zu den Experten haben. Man darf sich nicht beherrschen lassen. Es darf keine Expertokratie geben. Wunderbar, jetzt sind wir ein bisschen durch das Parlament spaziert, waren im Lokal 5, in dem auch Ausschüsse abgehalten werden. Und nun sind wir im Sprechzimmer 4 angelangt. Und nachdem wir das Social-Media-Problem jetzt schon leicht umrissen haben, würden wir uns wieder dem Gesetzgebungsprozess im Parlament widmen. Aus meiner bescheidenen Perspektive, die ich keine Politikerin bin und auch nicht Politikwissenschaft etc. studiert habe, stelle ich mir so vor. Die meisten Wählerinnen und Wähler. Genau, ich bin eine sehr gute Repräsentantin für die Menschen da draußen. Ich bin Ausnahme, ich habe studiert Politikwissenschaft. Ja, eine Juristin, ein Politikwissenschaftler und ich. Super Kombination. Optimal. Sehr gut. Dann tauchen wir da ein, damit es auch alle, die so wie ich weniger Ahnung haben, verstehen können. Also, einerseits braucht es für ein Gesetz eine zuverlässige Mehrheit, meistens mehrerer Parlamentsparteien. Denn in den letzten Jahren ist es ja so, niemand hat mehr die absolute Mehrheit, insofern muss es immer einen Konsens geben. Andererseits sollte es möglich sein, unabhängig nach bestem Wissen und Gewissen eine Einschätzung und Entscheidungen zu treffen, als Individualperson. Jetzt merkt man ja oft, dass das da ein größeres Spannungsverhältnis zwischen dem nicht formell, aber immerhin informell bestehenden Clubzwang gibt, also der eigenen Verpflichtung gegenüber der Parteimeinung der Fraktion. Wie viel Expertise und wie viel Parteipolitik spielt da eine Rolle, wenn ein Gesetz im Parlament verhandelt wird, Herr Chab? Es ist
im Prinzip so, wenn du handlungsfähig sein willst als Politik und handlungsfähig sein willst als Regierung, dann brauchst du bei allen Gesetzesformen, die du vorher abgeklärt hast, und ich hoffe in der Bevölkerung, in den Medien, aber dann ganz besonders mit den einzelnen Abgeordneten und mit den Parteien, die die Regierung stützen, und natürlich mit der Regierung, weil die müssen das im Einstimmigkeitsprinzip dann machen, da brauchst du dann eben die entsprechende Mehrheit, und da brauchst du eine geordnete, man sagt Zwangsabstimmung. Ich halte diesen Begriff für falsch. Ja? Mhm. Denn sonst funktioniert es nicht. Wenn jeder kommt, wann er will, abstimmt, wann er will, dann machst du Gesetzesinitiativen, die unser Zusammenleben regeln, die Gesetze, das muss man mal definieren, dann ist es regierungsunfähig. Und dann kommen die sagen, wir brauchen eine Diktatur, ein autoritäres System, das ist eine Quasselbude und ja, die kosten nur Geld und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist kein Zwang, sondern man versucht vorher abzustimmen, aber dann halten sich alle in der Fraktion an diese Abstimmung und du hast dann die Chance auf eine Mehrheit in der eigenen Fraktion, im Club, waren die Abgeordneten schon beim Entstehen mit den Beamten in der Regierung schon mitgewirkt haben, mit den Sozialpartnern, mit all denen, die heute einfach da gerne mitreden wollen und auch können und auch sollen. So. Und das ist eine Demokratie im Rahmen dieser repräsentativen Strukturen. Dann gibt es dazu ergänzend die direkte Demokratie. Das ist sehr positiv, da muss man halt nur vorsichtig sein, weil bei direktdemokratischen Instrumenten oft hier auch mächtige Medien eine Rolle spielen, die das dann beeinflussen, und das ist nicht unschwierig. So würde ich das sehen, und das haben wir damals eine gewisse Zeit lang erreicht. Ist zwar in dem Ausmaß so nicht geblieben, war vorher nicht, aber in meiner Zeit war es so. Und bei Ihnen, wie stehen Sie dazu, zu diesem Clubzwang, beziehungsweise gab es bei Ihnen vielleicht auch mal die Tendenz, mal dagegen zu stimmen, weil es einfach gar nicht gepasst hat? Weil sie jetzt dran ist, darf ich nur einen Satz sagen. Und man muss sich bemühen, die Opposition mit einzubeziehen. Du mit liberalen Forum warst damals Opposition, und das war ganz wichtig, dass Sie auch da dabei sind, dass möglichst viele im Parlament zustimmen. Entschuldigung, ich wollte das nur vorausschicken. Nein, da stimme ich schon zu. Ich möchte nur schon einen Einwand zur Fragestellung machen, weil Sie Politik und Expertise so quasi in einen Gegensatz gesetzt haben. Und jetzt sind wir uns schon einig, dass die Expertise nicht immer wirklich sattelfest zu Hause ist bei der Politik. Aber die Dinge gehören schon zusammen. Und wenn Sie jetzt von sogenanntem Clubzwang reden, dann will ich den Josef Chubb ergänzen, wiewohl ich das, was er gesagt hat, auch teile. Aber es geht nicht nur darum, dass du innerhalb des Clubs eine einheitliche Meinung vermittelst, was wichtig ist für die Mehrheiten, sondern es geht ja auch darum, dass du für die Bevölkerung eine klare Position vermittelst. Und bei allem geht es immer um das Augenmaß und um keine Schwarz-Weiß-Malerei. Ich sage das auch als ehemalige Clubchefin, als ehemalige Parteichefin. Da hast du natürlich das Bedürfnis, dass deine Partei ein klares Bild vermittelt für bestimmte Positionen. Daher wirst du versuchen, innerhalb deiner Partei das, was sozusagen abweicht, einzufangen, indem du Überzeugungsarbeit versuchst, indem du argumentierst und so weiter. Und in der Vergangenheit, wenn ich das sagen darf, ich habe schon solche Situationen auch erlebt, ja, im eigenen Club, wo manche gesagt haben, also da kann ich nicht zustimmen. Und jetzt gibt's eine Zwischenvariante, das ist eine Usance, die, glaube ich, die Menschen als Wählerinnen und Wähler kaum verstehen. Aber sie sollen einmal darüber nachdenken, dass man ja beim eigenen Verhalten auch oft versucht, Kompromisse mit sich zu schließen. Und diese Usance ist, dass man sagt, also zum Zustimmen bringt sie mich nicht, aber ich will nicht hier dagegen stimmen, ich gehe hinaus. Und man ist dann daher bei der Abstimmung nicht dabei. Ich würde das nicht unter Feigheit einordnen, wie das manchmal passiert, wenn man sagt, der oder die steht nicht dazu, sondern das kann, muss nicht, das kann wirklich ein fairer Kompromiss mit der eigenen Partei sein, indem man sagt, ich will nicht so dagegen stimmen, dass es zu einem Thema wird und dass dann alles sich darauf konzentriert, daher gehe ich raus, aber ich halte es für falsch. Mhm. Das kann passieren. Es ist immer eine Frage des Wie. Mhm. Und man soll es auch argumentieren, damit es die Menschen verstehen. Mhm. Der Fairness halber muss man mal vorher im Club das abklären. Ja. Der Club muss sagen, okay, wir haben drei, die haben sich so engagiert in dieser einen
Fachfrage, die können einfach nicht mitstimmen und die wollen rausgehen und der Club, wenn der mehrheitsmäßig dann sagt oder geschlossen sagt, okay, wir akzeptieren das ausnahmsweise, dann ist das eine Möglichkeit. Aber nur wenn dann anfängt, der eine geht raus, die andere geht raus und fangen alle zum Rausgehen raus, dann bist du irgendwann einmal nicht mehr beschlussfähig, dann kannst du gleich Neuwahlen machen oder du bist nicht mehr regierungsfähig. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Nuance. Ansonsten sage ich, man kann niemanden überzeugen, dass Arbeit ersparend abgibt. Bin ich völlig deiner Meinung. Was glaubst du, wie oft ich da in diesem Raum gesessen bin und Überzeugungsarbeit machen müssen? Aber dafür sind auch solche Räume da. Ja, genau. Dass man im geschützten Raum offen reden kann und nicht und sich darauf verlässt, hoffentlich zu Recht, dass das nicht nach draußen dringt. Mhm. Und zwar deswegen nicht nach draußen dringt, weil es nicht ums Gewinnen und Verlieren gehen soll, sondern um die Sache. Ja. Genau, und ich will wirklich noch einmal unterstreichen, dass das Rausgehen bei der Abstimmung, dass das nicht immer gleich zu bewerten ist. Das kann Feigheit sein, das kann ein Nicht-zur Sache stehen sein, aber es kann auch im allgemeinen Interesse sein, weil man weiß, dass man damit weniger öffentliche Diskussion, die dann in die falsche Richtung rennen kann, hervorruft, als man eigentlich möchte. Sehr gut. Danke, dass Sie auch diese Überleitung von diesem Raum mir zu dem nächsten Raum ermöglichen. Denn wir sind ja durch das Lokal 5 gegangen und das ist ja eigentlich ein Ausschusslokal. Jetzt für die breite Bevölkerung bitte noch einmal zu erklären, Herr Czab, Frau Schmidt, wer immer möchte, was ist denn eigentlich ein Ausschuss? Das ist eine Runde von Abgeordneten, die zu speziellen Fachgebieten sich schon in der Gesetzwerdung eingearbeitet haben, weil es ihr Fachgebiet ist und weil dieser Ausschuss gerade für dieses Fachgebiet eingesetzt wurde, gewählt wurde, beschlossen wurde. Und das ist die Voraussetzung in dem Ausschuss, nachdem das Gesetz vorher in der Regierung war, mit den Beamten diskutiert, mit den Sozialpartnern, dann kommt es ins Plenum und dann müssen zumindest uns dann im Plenum anwesend sein, die Mitglieder des Ausschusses, ja, am besten überhaupt gleich alle, und dann wird es dort beschlossen. Also ein Ausschuss hat eigentlich eine sehr wichtige Funktion, auch jetzt in Bezug, dass wir in der Europäischen Union sind, mit dem Hauptausschuss, wo man natürlich auch sehr vieles, was aus Brüssel kommt, auch hier in dem Haus umsetzen, kritisch reflektieren, was auch immer. Aber es ist mehr Arbeit und mehr qualifizierte Arbeit, als so manche Leute es sehen oder glauben. Und es ist ganz gut, wenn man das immer wieder nach außen, wir haben ja diskutiert, ob man nicht die Ausschussarbeit auch einer Öffentlichkeit direkt überträgt oder auch dort breit macht. Ja. Ich sag nein. Und zwar deshalb, nein, ich sage wirklich aus Überzeugung nein. Mhm. Also erstens, im Ausschuss passiert die eigentliche gedankliche Arbeit für die Spielregeln, heißt Gesetze. Ja. Denn dort kommen die Vorlagen hin, die in den unterschiedlichsten Bereichen von Fachleuten erarbeitet wurden. In Ministerien, in Institutionen, manchmal auch ein Antrag der Opposition, der in einem ganz anderen Kreis erarbeitet wurde. Aber dort wird einem Kreis von Abgeordneten zur Diskussion und zum Mitdenken vorgelegt, wo man noch etwas ändern kann. Mhm. Und dieses noch etwas ändern können ist mein Argument gegen die Öffentlichkeit. Denn wir kennen die öffentliche Diskussion, wer hat sie durchgesetzt, wer hat gewonnen, wer hat verloren. Und das ist eine emotionale Ausgangsposition, die den sachlichen Zugang erschwert. Aber der Mensch ist so. Wenn du aber im Ausschuss dich darauf verlassen kannst, dass du jetzt wirklich nur über die Sache diskutierst und nicht dann alles, kann immer nach draußen getragen werden, ist ja keine Geheimdiplomatie, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du dort in diesem geschützten Raum dich austauschen kannst. Und deswegen, im Ausschuss wird die Facharbeit geleistet, aber es wird vor allem Demokratiearbeit geleistet. Denn dort findet ja auch das Mitreden der Opposition statt. Sonst könnte ja die Regierungsparteien könnten das ja gleich direkt durchschicken. Aber dort, jetzt sage ich als immer Oppositionelle gewesene, die Chancen, etwas zu ändern, sind endenwollend. Aber es gibt sie. Und ich war in meiner parlamentarischen Zeit vor allem in zwei Ausschüssen, nämlich im Justizausschuss und im Kulturausschuss. Im Kulturausschuss war manches leichter, weil man da leichter eine gemeinsame Ebene findet.
Im Justizausschuss sind zwar die Unterschiede des Zugangs sehr groß, aber, und das muss ich jetzt einfach sagen, weil es außergewöhnlich war, der Justizausschuss und das Justizministerium haben immer nach anderen Spielregeln funktioniert als sämtliche andere Ministerien. Das sage ich als Oppositionelle und das werden mir die Abgeordneten der Regierungsparteien bestätigen. Ich habe dort immer ein weit höheres Ausmaß an fairem Sachzugang erlebt als in anderen Ministerien. Das klingt jetzt sehr schwarz-weiß, so meine ich es nicht, aber der Unterschied des Umgangs auch mit Abgeordneten von Oppositionsparteien, das Zugänglichmachen der Information und die Bereitschaft, die Opposition möglichst früh einzubinden, wie der Josef Stab auch gesagt hat, dass das eine Notwendigkeit im Parlament ist. Dieses Einbinden der Opposition war im Justizministerium immer weit ausgeprägter. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, ich weiß es nicht, dass im Justizministerium lange Zeit oftmals parteiunabhängige Minister oder Ministerinnen waren. Nicht immer, aber oftmals. Und auch das prägt ein Haus. Und ich glaube ja insgesamt, dass man in der Politik viel mehr auch darauf achten muss, wie gehst du mit deinen Beamten im Ministerium um? Welchen Geist förderst du dort? Und ich sage das auch als ehemalige Mitarbeiterin der Volksanwaltschaft. Ich habe bei den Prüfungsverfahren für die Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger, die immer mit dem Ministerium geführt wurden, diese Prüfungsverfahren, wirkliche Unterschiede bei den Ministerien in der Bereitschaft der Fehlereinsicht, in der Bereitschaft des darüber Nachdenkens erlebt. Das ist nicht gleich. Das hängt natürlich von den einzelnen handelnden Personen ab, aber es hängt auch davon ab, welcher Geist herrscht an der Spitze des Ministeriums und welcher wird an die Beamtenschaft vermittelt. Ja. Und ich glaube, dass wir die Qualität unserer Gesetze und dass wir die Qualität unserer Demokratiearbeit auch kaputt machen können, wenn wir die Beamtenschaft ruinieren. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass das immer mehr passiert. Also das Gängeln der Beamten, der ja. Kabinettschef gibt den Ton an, ja. der von außen kommt, der alles Generalsekretär wird von einer Partei hingesetzt ja. und ist der Chef drinnen. Das sind autoritäre Züge, die da versucht wurden einzuführen und das war unter Schwarz-Blau. Also. Das teile ich. Danke für diese Einschätzung, um zum Ausschuss zurückzukommen und die Aufklärung, was denn ein Ausschuss tut. In Ausschüssen wird ja auch abgestimmt. Worüber genau, Herr Tschapp, wird da abgestimmt? Gesetzesvorlage oder einzelne Änderungen oder Zusätze, die man da noch einbringt. Das macht man, meistens gibt es ja vorher schon Besprechungen, weil das soll ja dann auch eine Chance haben, durchgesetzt zu werden oder beschlossen zu werden. Und da ist durchaus in den Ausschüssen so unterschiedlich. Bei der Justiz ist immer so ein bisschen mitgeschwungen, nicht nur, dass man es dann bei anderen Regierungsformen alles wieder geändert wird, daher tut man möglichst viele einbeziehen, ja, sondern auch ja, Gerechtigkeit und Ausgleich. Und das ist dort besonders, ein besonderes Element bei der Beschlussfassung und auch im Verfassungsausschuss. Da spielt das auch ganz eine wichtige Rolle. Ja. Wenn es um Verfassungsgesetze geht, das ist heikelst. Ja, und da haben wir wirklich immer, also wir haben früher im Parlament immer die große Zeit, da auch trotz absolut der Regierung des Bruno Kreisky war es eine große Zeit hier im Parlament, die Justizreform, die Familienreform. Der hat nämlich, wahrscheinlich auch um die absolute Mehrheit immer wieder zu erringen, hat er immer versucht, möglichst viele einzubeziehen. Es ist ihm auch gelungen. Ja? Und der Christian Broder mit seinen vielen Reformen, der berühmte Justizminister, da hat es keine Diktatur gegeben. Ah, jetzt haben wir die absolute Mehrheit, das werden wir euch zeigen, wo der Bartel den Most hält. Nein, im Gegenteil. Ja? Je größer die Mehrheit, desto größer die Kompromissfähigkeit. Mhm. Und das war eine besondere Qualität. Dazu muss man sagen, das waren ja damals auch Giganten. Darf ich das jetzt so formulieren? Das waren einfach Giganten am Werk. Für mich war wirklich der wirksamste und reformatorischste Politiker Broder. Ja, absolut. Natürlich, und auch Heinz Fischer als Klubobmann. Oder Heinz Fischer als Bundespräsident. Ich fange jetzt zum Weinen an. Bruno Kreisky, der in der Nahostpolitik ein Faktor war, der vorausgesehen hat, was heute alles vor sich geht. Ja. Also es ist... Ich sage nur, das ist da, Parlament ist der Ort, wo das alles zusammenkommt, wo man diskursiv ist, wo beschlossen wird, wo wir selbst, ja, mir ist lieber, es sind rechte Parteien im Parlament als auf der Straße. Ich sage es, wie es ist. Und daher ist man lieber. Dann haben wir uns da unterhalten oder auch sozusagen
ganz kontroversiell auseinandersetzen, ja, und auch bemühen, dass man gemeinsam Beschlüsse fasst. Zum Beispiel hat es die Abwehrdiskurs gegeben mit allen Parteien da erinnern, auch die Freiheitlichen. Ja. Also ich habe da einen ganz anderen Zugang, weil ich finde, der Feindbilder, Hass, ja, rausdrängen aus den Institutionen, auch wenn manche mit den Institutionen was Böses vorhaben, ja, dann anhuchen, bekämpfen, aber im Rahmen der Demokratie, im Rahmen des Parlaments. Und deswegen finde ich, ist es ganz gut gewesen damals, wenn ich da war, ich habe den Jörg Haider erlebt, wie er noch Sozialsprecher, glaube ich, war da, Assistent bei einem Professor an der Uni. Ich glaube, das ist ja Linksradikaler, ja, wie der da mal drum gewetzt ist in der Gegend. Jetzt weißt du, wie wirklich so denkt, na, servus, der war halt aus der von links, die SPÖ. Und dann ist er nach Kärnten gegangen, hat den Ferreibrunnenfelder abgesagt und dann plötzlich war er ganz woanders. Ja. Ja. Und der hat dafür gesorgt, dann an dem berühmten Parteitag, dass die FPÖ nicht in die sozialliberale Richtung gegangen ist, sondern die nationalliberale. Und damit war sie für Franitzky kein Koalitionspartner mehr. Darf ich einen Satz noch zur Ausschussarbeit sagen? Gern. Weil ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger sich das so schwer vorstellen können. Aber es gibt den berühmten Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und jeder von uns hat einen anderen Hintergrund und eine andere Lebenswelt. Und du merkst daher, wenn du ein Gesetz vorgelegt bekommst, wo die Spielregeln drinnen stehen, wie alles geordnet sein soll, sieht jeder und jeder etwas anderes aus der eigenen Betroffenheit und aus der eigenen Lebenswelt. Das ist im Übrigen ja auch der Grund, warum es notwendig ist, dass mehr Frauen da sind, weil Frauen auch in einer ganz anderen Lebenswelt leben. Und ich will ja den Männern gar nichts unterstellen, dass sie aus Bösartigkeit manche Dinge machen, sondern sie wissen es einfach nicht, sie sehen es einfach nicht. Und diese unterschiedlichen Lebenswelten, die sollten sich auch im Parlament abbilden. Das ist auch, weil wir davon gesprochen haben, wozu Parlamentarismus. Weil eben hier Menschen mit unterschiedlichen Lebenswelten und daher auch unterschiedlichen Vorstellungen drinnen sitzen. Und nun schauen sich die eine Gesetzesvorlage an. Und dann setzen sie sich in einem Ausschuss zusammen und dann sagt der eine, aber das würde so nicht funktionieren, weil... Und der Nächste sagt, aber das wäre für die Zukunft besser, weil. Und das Weil ist immer auch aus der Lebenswelt und aus den Erfahrungen und natürlich auch aus der Sicht der eigenen gesellschaftlichen Vorstellung bestimmt. Aber das bildet eben die Gesellschaft ab. Und dieses einander aufmerksam machen, in welche Richtung das aber führen könnte, da gibt's oftmals die Beamten, die sagen, ja, so ist es eigentlich nicht gedacht gewesen. Gut, dass sie das sagen. Also da passieren wirklich Änderungen. Und die sind nicht nur so parteipolitisch motiviert, wie das in der Öffentlichkeit manchmal wahrgenommen wird, sondern die haben eben auch den Hintergrund eines unterschiedlichen Einschätzens des Funktionierens. Und im Ausschuss kann es noch geändert werden, ohne dass dann die einen großartig auftrumpfen, was sie jetzt durchgesetzt hätten. Und wenn dann diese Arbeit, die sowohl eine demokratiepolitische als auch eine fachliche ist, wenn die dann erledigt ist im Ausschuss, dann kommt sie ins Plenum und ich nehme an, da werden Sie uns auch noch einiges dazu fragen. Wahrscheinlich. Also wenn wir jetzt den Weg nur mal nachvollziehen. Es gibt den Beschluss, dieses Gesetz muss es geben. Dann wird ein Ausschuss gebildet. In dem Ausschuss diskutieren Abgeordnete die Vorschläge, die sie selbst mitbringen, die teils von Experten kommen, teils aus der Parteimeinung, teils etc. Dann kommt das Ganze ins Plenum. Und dort passiert was? Dort wird es beschlossen. Fertig. Ja. Nein. So einfach ist es nicht, denn du hast zwar recht, aber du hast sozusagen das Ende jetzt vorweggenommen, denn es findet ja dort auch noch eine Debatte statt. Ja, und diese Debatte ist ja nicht nur Show, auch wenn sie manche so praktizieren, sondern, und da glaube ich, gibt es auch einen Unterschied zu früher, aber mein Gott, die Welt verändert sich. Daher wird sich wohl auch die parlamentarische Praxis logischerweise verändern. Aber der öffentliche Austausch der Meinungen ist auch von demokratiepolitischer Relevanz. Vor allem, seit diese Debatten dann auch im Fernsehen übertragen werden. Also da gibt es wirklich viele, die wissen genau, wenn sie jetzt am Rednerpult die Position A oder B vertreten, es nutzt nichts mehr, weil die Mehrheit hat sich vorher schon anders gefunden. Trotzdem ist es aber nicht sinnlos, dort zu positionieren, denn einerseits erreichst du die Zuhörerinnen und Zuhörer, die hoffentlich dann auch nachdenken und sagen, es ist eigentlich wahr, oder aber die sagen, schrecklich, beides ist demokratiepolitisch von Relevanz. Und dazu kommt, dass diese Debatten
festgehalten werden und dann nachher im Protokoll nachzulesen sind. Das heißt, politisch interessierte Menschen können sich das dann nachher noch anschauen. Und es ist auch wichtig, dass man später darauf zurückgreifen kann. Und es ist auch wichtig für so manche Interpretation dann des Gesetzes. Also der Beschluss, da hat der Josef Czap natürlich recht, ist der eigentliche Sinn des Ganzen. Aber das Vorfeld, die Debatte darüber, ist meiner Meinung nach eine ganz wesentliche demokratiepolitische Aufgabe. Kleine Ergänzung, es hat einmal da ein oder zwei Tage gegeben im Haus, ich glaube 2008, da hat sich die Regierung schon auseinandergelebt und es hat sogenanntes Abstimmen gegeben, rein nach dem, nicht ob die Regierung was will, sondern was die Mehrheit im Parlament will. Und damals haben wir mit den Freiheitlichen die Studiengebühren abgeschafft, muss man mal sagen. Ja, nachdem wir dagegen gekämpft haben, der Schüssel unbedingt die Studiengebühren lassen wollte. Und nicht nur das, wir haben auch andere Beschlüsse gemeinsam gefasst. Und es war so, dass wir bei einem Beschluss, was haben die Roten und die Blauen alle Abgeordneten drinnen gehabt bei der Sitzung und Orange und Grün und Schwarz nicht alle. Und wir haben gewonnen. Ja. Und das zeigt auch, da braucht er Disziplin, die müssen da sein, schließlich werden sie auch bezahlt dafür und gewählt dafür. Und das war eine Situation, wo wir sozusagen an zwei Parlamentstagen einfach anders abgestimmt haben, als es die Regierung wollte. Sonst im Normalfall ist ja genau das, was die Heidi Schmidt auch gesagt hat, wenn die Regierung eine Regierung ist und eine Mehrheit ist, hat es eine Mehrheit. Und dann kann sie sich, und natürlich muss er sich der Debatte stellen. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen gibt es dann noch aus der Debatte heraus noch eine Änderung. Schauen Sie, wenn das Gesetz sich herausstellt, dass nicht gut ist, dann trifft man sie eh nur einmal nach einer Zeit im Parlament und korrigiert das Gesetz auch. Mhm. Ja? Und die ehrlichen Leute wollen Gesetze machen, die gut sind und wirken und so bleiben. Und die Lobbyisten wollen Gesetze machen, damit man sie umgehen kann. Und ja, wir haben ja ein Gesetz, oh je, es ist nicht wirksam. Das gibt's auch. Und wenn man dann draufkommt, treffen wir uns wieder da und schließen die Lücke. Also es ist eigentlich eine spannende Tätigkeit. Wenn man nur lang redet, glaube ich, würde ich wieder rein. Einen Aspekt noch. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger ist es von Relevanz, im Plenum dann die Argumente noch einmal zu hören, sondern auch für jene Abgeordneten, die nicht in diesem Ausschuss waren. Auch das sollte man nicht vergessen. Genau. Dass die anderen Abgeordneten, so Ausschuss hat, ich weiß nicht, 20, 30, je nachdem, das ist eine unterschiedliche Größenordnung, und im Parlament sitzen aber 183. Also da sitzen dann alle da und sollten sich beteiligen, sollten zuhören. Und es geht darum, dass eben du nicht nur auf dein spezielles Feld dann fokussiert bist, sondern dass du auch in der Debatte dich nicht nur beteiligen kannst, aber zumindest zuhören kannst, wenn es um alles geht. Und das gehört zum Horizont des Abgeordneten dazu. Also auch diesen Aspekt würde ich nicht unterschätzen. Also Abgeordnete-Clubs, vor allem der Regierungsparteien, müssen loyal sein, aber trotzdem eine gewisse Eigenständigkeit haben. Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie das auch durch so persönliche Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen bereichern, was sonst so wenig greifbar ist, möchte ich an dieser Stelle nur ganz kurz sagen. Vielen Dank. Wir haben eine kleine Rubrik in diesem Podcast, wo wir drei sehr allgemeine Fragen stellen, um die GesprächspartnerInnen besser kennenzulernen. Und ich würde mit Ihnen, Frau Schmidt, beginnen. Frühling oder Herbst? Herbst. Aber jetzt sage ich, das war jetzt eine spontane Antwort, wie Sie am Zeitfaktor sehen. Aber je älter ich werde, desto mehr steigt die Sehnsucht nach dem Frühling. Und das halte ich für eine menschliche, wie soll ich sagen, Normalität. Ich bin als Winterkind geboren, habe immer eine Affinität zum Herbst gehabt. Und jetzt merke ich, dass mir der Frühling, das Beginnen, näher wächst, wahrscheinlich der Sehnsucht wegen. Oh, das ist so eine schöne Antwort. Ich habe aber eine Taschentuch. Sie klingt schon, sie klingt lyrisch, als sie gemeint ist. Aber sie klingt wunderschön und so eine schöne Metapher. Ich habe geglaubt, du sagst Sommer. Pensée de midi. Das ist bei Frühling oder Herbst schwierig. Camus. Pensée de midi. Pflege auf Fragen zu antworten und nicht, wie es eine Politikerinnen Unantwort, Sommer. Unart ist, einfach irgendwas zu sagen. Es ist die große Kunst, Antworten zu finden für Fragen, die sie stellen wollte, aber nicht konnte. Ich kenne das System. Das ist das, was den Menschen frustriert. Es sind drei Fragen. So,
ein bisschen, Disziplin, die haben wir verlernt. Ja, diese Disziplin. Kompromiss oder beste Lösung? Na, hoffentlich stimmt das überein. Nein, jetzt im Ernst. Demokratiepolitisch ist der Kompromiss eine Notwendigkeit und daher ist er demokratiepolitisch hoffentlich auch die beste Lösung. Mhm. Und wo beginnt für Sie Demokratie? Also eine seriöse Antwort würde eine Vorlesung mehrerer Semester bedeuten. Aber Demokratie beginnt an der eigenen Beteiligung und der Verteidigung der notwendigen Institutionen. Und das Bewusstsein, dass es auf jede und auf jeden selber auch ankommt. Vielen Dank, Herr Czapp. Ich hoffe, Sie haben sich gerüstet. Warum hat Rosa Luxemburg zitiert? Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden, das ist die Demokratie. Sie kommen jetzt dran. Rosa Luxemburg hat bitte keinen Platz. Ich habe gesagt, dass ich ein ganzes Seminar brauche. Das gibt man mir ja wieder nicht. Ja, willst du zu sagen, ja. Und sie ist so richtig fürs Seminar motivierend. Pardon, ich muss antworten, ja. Ja, ja, jetzt sind Sie dran, Herr Czapp. Jetzt können Sie Rosa Luxemburg dann bei der letzten Frage zitieren, wenn es Ihrem Herzen nahe ist. Aber die erste Frage, Frühling oder Herbst? Ich hoffe, Sie sagen nicht Sommer. Ich sag Sommer. Ich bin nämlich ein Durchhauer. Ich habe in einer Parlamentsrede, dieser Gegensatz zwischen dem norddeutschen Stress, ich muss alles perfekt machen, und zwischen dem Pensée de Midi des Albert Camus und all derer, die einfach in dem mediterranen Raum an Zeit für die Improvisation, die oft viel kreativer ist, als dieser preußische Zwang, immer das Erste sein, immer das Beste sein und so weiter. Und daher ist für mich der Sommer irgendwie der Ausdruck dessen. Das kann sich dann in Südfrankreich abspielen, das kann sich in Algerien abspielen, wo auch immer. Aber das ist meine Einstellung. Fein, Sommer. Kompromiss oder beste Lösung? Ein Kompromiss ist immer die beste Lösung. Das ist ganz einfach. Oh ja. Weil schau, wenn du keinen Kompromiss zustande bringst für eine Lösung, wo du möglichst alle einbeziehst, dann wird es ja sowieso herausstellen, ob das realitätsnah ist, ob es praktikabel ist, ob es umsetzbar ist. Und dann kannst du immer noch adaptieren und ändern und vielleicht dich noch mehr annähern der von dir subjektiv empfundenen besten Lösung. Weil eine beste Lösung ist halt immer auch eine subjektive Kategorie und nicht nur eine objektive. Wir sind ja nicht göttlich, ja, aber wollten es auch nicht sein, können es auch nicht was sein. Was immer das auch ist. Ja, was immer das auch ist. Aber aufgrund dessen, was du vorhin bei den Beantwortungen hast, ich bin der Obmann des Clubs der Zeitlosen. Also wenn du Lust hast, beizutreten zu den Zeitlosen, dann brauchst du keinen Frühling mehr, sondern bist auch im Sommer. Denk sofort an die Herbstzeitlosen. Dritte Frage. Ja, jetzt sind wir gespannt, ob da ein Zitat rauskommt. Wo beginnt für Sie Demokratie, Herr Czapp? Ja, das ist wirklich in der Tat in der Freiheit des Andersdenkens. Die Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkens, das ist ganz entscheidend, weil damit gibt es einen Dialog, damit registriere ich, was der wollen könnte, was er wirklich will. Ich habe das zu respektieren und ich kann aus dem Ganzen dann die beste Lösung und den Kompromiss und das alles ansteuern. Und so gesehen, es gibt ja keine Marxisten. Das ist ja, selbst Karl Marx hat gesagt, er ist kein Marxist. Aber die Rosa Luxemburg war eine engagierte Frau, die umgebracht worden ist von den Nazis, Nationalisten. Und die hat zumindest diesen Zugang gehabt. Es war auch ihre ganze Ideologie nicht etwas, was ich geteilt habe. Und ich habe für diese Art von Parteibildung oder so überhaupt keine Schwäche. Aber dieser Satz hat was. Frau Schmidt, Herr Czapp, vielen Dank für dieses interessante, wunderbare und lebhafte Gespräch. In dieser Folge haben wir also im Rückblick unter anderem geklärt, welche Aufgabe Ausschüsse haben, wie Abgeordnete einer Fraktion reagieren können, wenn sie nicht einer Meinung sind, und wir haben schon einige spannende Einblicke in die politische Laufbahn meiner beiden Gäste bekommen. Aber damit sind wir noch nicht am Ende, denn in der nächsten Folge setzen wir unser Gespräch fort. Dann schauen wir gemeinsam mit Josef Czapp und Heide Schmidt, wie die Opposition den Gesetzgebungsprozess beeinflussen kann. Ich freue mich schon sehr darauf. Falls euch unser Podcast rund ums Parlament gefällt, dann empfehlt diesen gerne weiter.
Abonnieren könnt ihr uns selbstverständlich auch, um keine Folge mehr zu verpassen. Das geht überall, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört, ob bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder auf all den anderen Plattformen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Falls ihr übrigens Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@parlament.gv.at. Alle weiteren Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf der Website www.parlament.gv.at und den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Das war's soweit von mir. Ich bin Tatjana Lukasch. Bis zum nächsten Mal. Rund ums Parlament. Der Podcast des österreichischen Parlaments.